Okay, wir testen jetzt die Limousinen. Wir haben dazu bekommen den Ines Dati und den Cinquemila. Lampada di Cinquemila. Ich versuche es richtig auszusprechen. Klingt wie Quattro Formaggi. So, dann haben wir hier den V12 und den gepanzerten V12. Den Super Diamond, der hat auch eine brutale Geschwindigkeit. Und dann haben wir hier den Tailgater S. Der Rest ist noch als Referenzset da. Danke an jeden Einzelnen, der hier gerade die Zeit gefunden hat. Und wieder hier von Fahne zur Fahne sind es 200 Meter. Dann wieder, also sprich 400, 600, 800 und 1 Kilometer. Danach kommt die nächste Fahne bei dem nächsten Kilometer. Und ja, insgesamt haben wir 5, 6 Kilometer. Wir machen jetzt einen Beschleunigungs- und Höchstgeschwindigkeitstest. Gucken, wie die neuen Fahrzeuge abschneiden. Egal, wie die abschneiden, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich hier in dieses Auto verliebt. Nichtsdestotrotz, Liebe macht blind. Man sollte auch gucken, wie die Performance ist. Macht euch bereit, Leute. Let's go. Und Volldampf. Oh, Traktionsprobleme habe ich. So, der V12 von White Widow da drüben zieht gut nach vorne. Genauso wie die gepanzerte Version. Die kommt jetzt so ein bisschen hinterher und holt jetzt nochmal auf. Und ich habe echt Schwierigkeiten dran zu bleiben. Bin wohl auf mit dem Tailgater S. Vorne sieht man, der V12 gewinnt Abstand. Oh, der Tailgater S baut jetzt so ein bisschen aus. Der Cinquemila ist so an dritter Stelle ungefähr, wie ich das so sehe. Und ich habe wirklich hier das Nachsehen. Ich komme da nicht mit. Fühlt sich echt schwierig an. Nee. Also hierfür reicht es leider nicht. Beschleunigung ist wirklich sehr, sehr spartanisch. Und Höchstgeschwindigkeit sieht genauso beschissen aus. Also, wie ich das jetzt hier sehe, ist der V12 immer noch an erster Stelle und gewinnt bei Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. So, okay, jetzt hier nochmal Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit mit dem Cinque oder Cinquemila. Interessanter Name. Macht euch bereit. Und Volldampf. Oh. Sehr gute Beschleunigung. 200 Meter. 400 Meter. 600. 800. Und nach einem Kilometer kommt tatsächlich der Schafter V12, gefolgt von der gepanzerten Version. 2 Kilometer. Wir hängen ihn auf den Fersen. Man hat wirklich also die bessere Beschleunigung auf jeden Fall mit dem Cinquemila. Was auf jeden Fall für das Auto spricht. Und wenn die Höchstgeschwindigkeit, so wie hier, sich auf jeden Fall nicht großartig ändert oder besser gesagt, wenn da nicht großartige Unterschiede sind, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Sieht gut aus, ist okay. Also Schafter V12 immer noch schnellste Limousine. In der Höchstgeschwindigkeit. Beschleunigung, Cinquemila, deutlich besser gewesen. Gucken wir jetzt, wie das Kurvenverhalten ist, beziehungsweise Manöverwechsel beim Slalomkurs. Und wieder Traktionsprobleme. Langer Radstand. Oh, man fährt richtig untertourig. Nee. War ziemlich langsam, muss ich ehrlich sagen. So, gucken wir mal, wie der Cinquemila auf dem Slalomkurs ist. Schnelle Manöverwechsel. Oh, der fühlt sich echt
spritzig an, nicht so schwergängig. Boah, du kommst ja echt super durch. Ja, super. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier noch einen kleinen Bremstest. Wir geben einfach Volldampf und bei der roten Linie wird in die Eisen gehauen. Und Volldampf. Und in die Eisen. Oh mein Gott, also Bremsweg. Huch, da sollte kein Kinderwagen stehen. Okay, Bremsweg war nicht so toll. Okay. Und Volldampf. Boah, Junge, sehr schön. Und Vollbremsung. Sehr, sehr guter Bremsweg. Gucken wir mal, wie es bei Unebenheiten aussieht und wenn da auch noch ein Hindernis ist. Unebenheit. Oh, schluckt der. Ausweichen. Ja, okay. Macht er ganz gut. Absorbiert er ganz okay. Ist in Ordnung. Kann man mit leben. Gucken wir mal, wie der auf Unebenheiten reagiert. Und vor allen Dingen, wenn ein Hindernis davor steht. Oh oh, nicht gut. Okay, 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 okay. Ah, mag der nicht, mag der nicht, mag der nicht. Da wird der Italiener zickig. Guckt euch den Radstand an. Und Volldampf. Oh, 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 oh. Den geht aber schnell die Puste aus. Nein, 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 nein. Nein, das kann es nicht sein. Also, das Auto hat in sämtlichen Kategorien versagt. Ich komme da nicht hoch. Nö, heute nicht. Heute nicht, das ist sehr, sehr bitter. Bin enttäuscht. So, der V12 kommt auch nicht so wirklich hoch, oder? Oh, hier, die machen aber mit Anlauf hier. So, wen haben wir da oben? Quattro Formaggi ist oben, der Cinque Mille. Schade. Schade, schade. Okay, also Cinque Mille auf jeden Fall in der Kategorie Limousine ist er da hochgekommen. So, also gucken wir hier nochmal selber bezüglich der Steigfähigkeit. Und Volldampf. Das macht er easy. Easy. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, sehr schön. Gefällt mir. Also, Cinque Mille. Positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Jetzt bin ich echt gespannt, wie der gleich den Rundkurs absolviert. Oh, das sieht ja geil aus. Okay, Leute, dann gucken wir mal, wie der Wagen sich auf den Rundkurs schlägt. Und versuchen jetzt hier ein paar schnelle Runden zu fahren. Oh mein Gott, Junge, Alter. Bin ich kurz zusammengezuckt. Also, wie wir gerade gesehen haben, schwere Traktionsprobleme bei diesem Auto. In der Beschleunigung hat er deswegen schlecht abgeschnitten, genauso wie beim Durchzug in der Höchstgeschwindigkeit. Bremsweg war relativ lang, deswegen müssen wir schon früh bremsen. Am besten hier so. Das war zu früh. Wendekreis ist ziemlich groß. Wir fahren jetzt aber hier ein paar Runden und... Wir fahren ein paar Runden und dann geben wir gleich mal unser Fazit zu dem Date hier ab. So, Runde 6 mit dem Ines Dati. Also, das Auto enttäuscht wirklich in sämtlichen Kategorien. Es ist nicht nur langsam, das Auto lässt sich sogar schlecht lenken. Ich meine, okay, durch den langen Radstand kommt er schlecht um enge Manöver.
Aber gefühlt fühlt sich das Auto wirklich schwer an. Da ist sogar der GB, dieses SUV, fühlt sich da handlicher an. Das ist tatsächlich hier, das ist eine Reiselimousine zum entspannten Reisen, zum Cruisen. Aber mit Performance hat das hier nichts zu tun. Die Rundenzeiten sind jenseits von gut und böse. Und trotzdem ist die Optik einfach das, was für das Auto spricht und sonst nichts anderes. Man muss es entweder mögen oder hassen. Ein Vorteil hat das Auto auch, man kann die Bienen da verwenden, wenn die Gegner weit genug weg sind. Allerdings, in Sachen Performance lohnt sich dieses Fahrzeug wirklich nicht. Wir werden gleich nochmal schauen, wie sich der Cinquemila sich auf dem Track bewegt und was für eine Rundenzeit wir gleich mit dem Auto noch fahren werden. Aber im Groben und Ganzen kann ich sagen, dass der Inestate für Rennen auf jeden Fall nicht geeignet ist, durch seine Traktionsprobleme und seinen schlechten Durchzug eignet er sich überhaupt nicht für Rennen und er tut sich auch richtig schwer in den Kurven. Deswegen geht da auf jeden Fall keine Empfehlung raus. Wir gucken aber trotzdem noch wegen der Rundenzeit. So, mit dem Dati bin ich in den 59.2 gefahren. Ich bin tatsächlich mit dem Shafter V12 die Bestzeit damals gefahren und habe es tatsächlich geschafft, eine 52.586 zu fahren. Ich werde das Ganze jetzt noch mit dem Cinquemila ausprobieren, weil der wird ziemlich gleich auf mit dem Shafter, gerade bei Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Deswegen machen wir jetzt da noch den Vergleich. So Leute, wir sind jetzt auf dem Rundkurs mit dem Cinquemila und schauen, wie der Wagen sich auf unserer Teststrecke verhält. Also, Beschleunigung war mega, hat einen wirklich sehr, sehr guten Eindruck gemacht und die Bremsen waren auch richtig gut. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie der Wagen sich hier auf dem Rundkurs bewegt und ob er den Shafter V12 vielleicht auf einem Rundkurs ablösen kann. Der Shafter V12 hat hier die bessere Höchstgeschwindigkeit und wir schauen jetzt einfach mal, was so bei der Rundenzeit rauskommt. Ich fahre ein paar Runden und melde mich dann gleich wieder. So, sechste Runde und ich muss sagen, ich bin wirklich positiv beeindruckt von dem Cinquemila. Der Wagen bewegt sich relativ leichtfüßig für ein Fahrzeug in dieser Größe und mit diesem Radstand. Es macht wirklich Spaß, dieses Auto zu fahren. Fühlt sich auf jeden Fall etwas leichter an als der Shafter V12 und spritziger. Klar, man merkt, die Höchstgeschwindigkeit, die fehlt dem Wagen so ein bisschen. Aber das kann man denen auf jeden Fall verzeihen, weil das Fahrverhalten wirklich sehr, sehr gut ist. Beschleunigung, da kann der auch auf jeden Fall einiges gut machen und ist allgemein betrachtet wirklich sehr, sehr sicher und hat da auf jeden Fall gut Punkte gesammelt. Die Rundenzeiten, egal wie die jetzt ausfallen, bin wirklich sehr, sehr positiver Dinge und denke auch, dass das Auto gerade für Strecken mit mehreren Beschleunigungsarien sehr zu empfehlen ist. Also egal, wie der Test jetzt hier ausfällt, mein Eindruck ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv und ich werde dieses Auto definitiv behalten und kann daher so objektiv, sage ich mal, die Kaufempfehlung raushauen, definitiv. Sieht auch nicht schlecht aus, mal was Neues. Natürlich, wenn man nicht das Geld dazu hat, muss man sich dieses Auto nicht kaufen. Aber wir gucken jetzt mal gleich bei den Rundenzeiten, wie der abgeschnitten hat im Vergleich zum V12.
So, der Cinque Miller, der hat auf unserer Teststrecke eine 52,7 gefahren. Und der Shafter V12 ist eine 52,5 gefahren. Das heißt, der Cinque Miller ist um 2 Zehntel langsamer auf unserer Teststrecke als der Shafter V12. Also ich persönlich finde das jetzt nicht so tragisch, aber das zeigt auf jeden Fall, dass die Autos nah beieinander sind und dass die Limousinenklasse so ein bisschen besser ausgewogen ist dadurch. Ich würde trotzdem grundsätzlich für dieses Auto eine Kaufempfehlung raushauen, weil es könnte sein, dass der ein oder andere mit diesem Auto auf jeden Fall besser klarkommt. Denn der Shafter V12 erfordert auf jeden Fall ein bisschen mehr Feingefühl und der Shafter V12 fühlt sich halt auch etwas schwerer an. Also ganz klare Kaufempfehlung, auch wenn er nicht der allerbeste ist, gehört er auf jeden Fall jetzt zu den Top-Fahrzeugen in der Limousinenklasse, beziehungsweise da würde ich auf jeden Fall gucken, entweder Shafter V12 oder den Cinque Miller, je nachdem. Wenn ihr lange Geraden habt, wo es wirklich auf die Höchstgeschwindigkeit drauf ankommt, dann definitiv den V12. Ansonsten gerade so für kurze Beschleunigungsarien. Definitiv den Cinque Miller. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Test weiterhelfen und habt auf jeden Fall ein aufschlussreiches Ergebnis hier erzielt. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Gorilla.